So, also, dann würde ich sagen, wir versuchen es nochmal. Ich hüpfe hier aber drüber. Danke. Oh! Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. Kann ich den retten? Ich probiere den zu retten. Probiere beide zu retten. Aber ich darf nicht nah ran. Zack. Komm, 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 komm. Beide, 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 beide. Ne, warte, ich muss drüber springen. Rette mich, Superwoman. Jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt komme ich nicht weiter. Scheiße. Okay, das ist gerade uncool. Bis wohin geht das Ding eigentlich? Kann ich den nicht auch aktivieren? Ob mir wohl eine Box reicht, um hochzukommen? Und eine Box reicht, um drüber zu springen? Ich probiere das mal aus. Gegen das Ende wird die Säge schneller. Das bedeutet, ich habe eine weniger größere Spanne, wo ich drüber springen muss. Ist schwierig zu erklären, aber ich glaube, alle haben es verstanden. Komm, trau dich, trau dich. Jetzt! Scheiße. So viel dazu. Da fallen meine Einzelteile runter. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Ich aktiviere den. Aber ich weiß nicht, ob das clever war. Fuck, das war nicht clever. Ein bisschen. Ja. Was ist, wenn ich den ersten aktiviere? Ach so, ich hab's. Ja. Boah. Okay. Wir haben es überlebt. So, eine neue Treppe. Boah. Da gehe ich jetzt nicht nach hinten in die Dunkelheit bei diesem großen Ding, das sich da bewegt hat. Ich bin nicht bekloppt. Okay. Das ist was? Moskito-Dings. Was machst du? Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Also wahrscheinlich muss ich dich missbrauchen. Ich bin nicht da. Ist nur weiter. Ja. Geh hin. Los. Das ist mega lecker da. Ich kann es bis hier hinriechen. Guter Duft. Scheißding. Wahrscheinlich muss ich es zum Fliegen missbrauchen. Okay. Ist gerade ich. Langsam. Bin ich da? Bin ich da? Eine mit den Flü. Ich glaube. Ja. Bitte, das ist. Na, zu. Ja, lass mich jetzt los.
Ich will los! Ja. Entschuldigung! Für das Bein, ich zahle es auch. Also. So, Flugtaxi haben wir genommen, sehr schön. Läuft, läuft. So. Okay. Oh. Oh oh. Ah. Okay. Das heißt, ich muss irgendetwas machen. Keine Ahnung was. Ich glaube, die Kiste kann hier rüberziehen. Es hat 100 Pro was wieder mit Wasser zu tun. Wenn es hier Schleusen hat, dann hat es wieder was mit Wasser zu tun. Ich. Na. Zack, ja. Und das sieht nach einem übergroßen Zahnrad aus. Ab oben können wir dann irgendetwas aktivieren. Werde ich ganz bestimmt später noch brauchen. Aber wofür? Ah, wahrscheinlich um etwas zu transportieren. Kann ich hier was? Ach so. Ach so. Okay. Warte, Kugel, warte, Kugel, warte, Kugel. Oh. Nein, es geht noch bis. Okay. Ich weiß aber jetzt, wie es funktioniert. Das ist immer wichtig. Du gehst bis hierhin und du gehst bis hierhin. Das reicht eigentlich. Macht aber mehr Sinn, wenn ich es dann ziehe, anstelle, dass ich stoße. Komm, hopp. Und go. Genau. Wann genau von Pokémon und los? Wohin genau? Ja, sehr schön. Wo rüttelst du jetzt hin, Rad? Und die wesentliche Frage ist, wie viele Räder können wir noch holen? Weil dann mache ich hier meine Radfabrik auf und verkaufe das und werde reich. So sieht's aus. Ja, ich glaube, ich kann da viele machen. Und zwar so viele, dass sich das dann öffnet. Ja, das muss ich mehrfach machen. Okay. Ah! Wenn ich dazwischen reingeraten wäre. Boy, du willst, dass Evoli sich von mir scheiden lässt? Tja, da haben wir dann ein Problem, ne? Weiß nicht, ob das gut ist. Ja. Wie viele von den Rädern muss ich da eigentlich dann rüber schubsen? Ich krieg gar kein Rad mehr. Das ist Betrug. Betrug. Es gibt nur ein Rad. Man produziert nur ein Rad. Lisa, guten Abend übrigens. Und Gasbock, hallo. Okay. Vielleicht muss ich mit dem Rad auf der anderen Seite etwas machen. Das könnte sein. Ah, ich jetzt. Ich glaube, ich hab's. Und los, 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 los. Nein, es muss schneller gehen. Ich verstehe nur nicht, was das bringt, wenn es zu ist. Macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Nein. Ich habe das aber noch nicht verstanden, was das. Boah, es kommt ja zurück! Natürlich! Boah, ich Idiot! Wahrscheinlich aber kein zweites. Doch, ein zweites Mal noch. Ich dachte, ich muss es in einem Durchlauf machen. Wie das Spiel so ist, ich finde es sehr, sehr amüsant. Es ist eine Herausforderung. Man muss viel denken. Bei dem Spiel muss man wirklich viel denken. Wenn ich das jetzt hier reinschiebe, was passiert dann?
kämpfen gehen. Das bringt mir das jetzt? Ja, das Spiel ist auch wie die... Mann, du Scheißding, halt mal die Schnauze! Das Spiel ist auch wie die PS4, ja. Ich spiel's gerade auf der PS4. Es kostet 8,90 oder so Euro momentan. Daher, ja. Ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig gemacht habe hier. Ich habe nicht so den Eindruck, wenn ich ehrlich bin. Ach so, ich muss es nicht einklemmen, ich muss es durchbringen. Das wird jetzt schwierig. Ich wieder, ich denke viel zu weit. Ich denke viel zu weit. Es geht ja nur darum, dass ich da hochspringen kann und das Scheißding aktivieren darf. Dann ist gut. Dann ist gut. Frischen Mut. So, und? Zack. Lass die Räder fetzen. Wir nehmen die Box mal mit und weiß nicht, ob man die noch brauchen kann. Nein. Ich will. Du gehst mit. Hast du gehört? Ich will dich heute nicht. So. Hui. Okay. Dir gefällt das Spiel jetzt schon, ja, es ist eine schöne Abwechslung. Ich würde ja sagen, nicht jedes Spiel muss brutal sein und so, wenn es nicht so wäre. Das Spiel ist brutal, aber es ist kein Ego-Shooter. Es ist ein Denkspiel. Ich wusste, dass ich das Scheißteil noch brauche. Ich wusste es. Kann ich hier nicht irgendwie... Hallo? Also ich brauche beide. Aha. Das heißt, ich muss nachher nochmal hoch. Ob ich dir ein Kamel kaufen will, Evoli? Ich würde 10 Kamele kaufen für dich. Aber falls du die Zigarettenmarke meinst, Camel, nein, das mache ich nicht. Moment mal, Moment mal. Nein, was habe ich getan? Ich höre hier die ganze Zeit Ratten. Jeder eine kleine Ratten. So. Zack. Und hopp. Warum bei meinen Typen die Augen leuchten? Es ist blauäugig. Weil es ein Schwarz-Weiß-Spiel ist. Und es besser aussieht wahrscheinlich. Moment, Moment. Nein, ich kann es nicht deaktivieren. Nein! Komm zurück. Ja, jetzt schnell, 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 schnell. Das schaffe ich nicht. Ich habe aber eine Idee, wie ich es vielleicht schaffen könnte. Und jetzt loslassen. Nein! Ah! Fuck. So, jetzt aber. Aktivieren und... Nein. Hm. Es ist Liebe! Warum? Okay. Nochmal. Komm, komm. Aber warte mal, wenn er schwingt. Was du bekommst, Lisa,
Weiß nicht, was willst du? Ich mache irgendetwas falsch. Ach so. Ah, und die ganze Welt bewegt sich. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Geht runter. Okay, ich habe. Nein, 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 nein! Und ohnmächtig. Warum habe ich das nicht gesehen? Den kommen sehen? Was ist, wenn ich hier oben bleibe? Ich halte mich einfach fest. Das geht nicht. Du willst einen Panda? Kriegst du, Lisa? Du kriegst bei mir einen Panda. Aber nur einen. Ich habe vorhin schon Kamele verschenkt, habe nicht mehr viel Geld. Okay, die ganze Welt bewegt sich. Das ist sehr sexy. Los, kann ich das wieder deaktivieren? Okay. Das ist ein Magnet. Kann ich den auch deaktivieren, den Magneten? Es würde in der Tat gehen. Wenn ich jetzt hier hopse und dann aktiviere und dann ein nicht so schnell, du kleiner Schabernack. Verdammte Axt. Warum besteht die Kiste eigentlich auch aus Metall oder Stahl oder was es auch immer darstellen sollte? Ob du einen Tritt kriegst? Ja, wenn du einen Tritt willst, kriegst du einen Tritt. Da bin ich das bevorzugte Mittel, wie ich mit meiner Community pflege, umzugehen. Nein! Da steckt irgendein Trick dahinter. Ach so, natürlich! Jetzt verstehe ich es. Es ist ein Magnet, es ist nicht ein Magnet, das anzieht, sondern es ist... Hält fest, so, jetzt. Natürlich. Kann man nur so blind sein. Okay, das klappt, aber das ist ein bisschen eng. Ich will noch ein bisschen mehr Reichweite. Ich glaube, das reicht. So. Und. Zack. Jawoll! Oh Gott. Was muss ich machen? Ich zieh das Ding mal hier hoch. Und... Oh Mann! Ah! Ich meine natürlich scheiße. Vielleicht sollte ich den Hebel erst später betätigen. Nur so ein Gedanke, den ich gerade habe. Und jetzt... Ja, das funktioniert gut, aber wir drehen uns gerade. Das kann so böse enden. Ah nein, scheiße, das steht ja unter Strom. Warum ist die Welt hier so grausam? Was ist eigentlich passiert hier, dass die Welt so grausam ist? Ich muss nachher auf die Box springen. Die Box ist meine Rettung. Rini, hallo meine Liebe. Limbo ist toll.
Mir geht's ja gut, danke der Nachfrage. Komm Box, komm Box, komm Box, komm Box. Ja, 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 nein, nicht runter. Oh, ich glaube, ich habe zu viel gesoffen, ich drehe mich. Und hopp! Nein, meine Füße, ohne Füße kann ich nicht laufen. Verdammt. Okay, wir versuchen es nochmal. Scheißstelle. Aber wir schaffen das, wir schaffen das. Komm, komm. Komm Box. Komm Box. Da geht die Kombox ran. Ich glaube, ich bleibe hier noch ein bisschen hängen, bis meine Hose wieder trocken ist. Ich schwinge mal rüber, damit ich runterrutschen kann. Ja, so, viel besser. Hier zu sein mit Füßen ist doch definitiv.